Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Und ihr seht es schon, ich habe die Nacht übersprungen und wir haben jetzt früh morgens 6.52 Uhr und es ist bewölkt. Hatte ich so noch nie im LS, aber ihr seht es, ja, es ist bewölkt. Aber es ist Sonne angekündigt, deswegen ich denke mal, es wird im Laufe der Folge vielleicht sogar noch schöneres Wetter werden, aber vielleicht auch nicht. Genau, und wir schauen jetzt einfach mal, was wir eigentlich alles schon gemacht haben. Ich glaube, wir müssen als nächstes säen. Ich glaube, wir müssen als nächstes das Feld 40 säen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz hier in der noch im Ton etwas gemacht, aber ich schaue jetzt mal ganz kurz in der Karte. Also bei Feld 40 ist auf jeden Fall noch nichts drauf. Schauen wir mal. Es ist völlig gekrubbert, genau. Also wir müssen als nächstes Feld 40 säen. Und das ist noch im Wachstum, das ist auch noch im Wachstum. Also sind aber in der letzten Stufe, das heißt, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Und dann machen wir das doch mal. Holen wir mal unsere Sämaschine. Ich weiß nicht, wo wir die haben. Steht die in der. Dann steige ich mal kurz aus. Schauen wir mal. Das Radio auch direkt aufzuspielen. Steht die hier drin? Oder haben wir die schon angekoppelt? Ah ja, wir haben die schon angekoppelt. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir letzte Folge aufgehört. Ich weiß nicht so genau. Genau. Schalten wir mal das Licht an. Schaut schon irgendwie ein bisschen. Grenzisch aus beim Nebel. So, jetzt machen wir uns mal rein. Jetzt fahren wir mal zu Feld 40 rein. Ist noch hier mit dem Lenkrad. Die positionieren, da wo ich das jetzt aufnehme, ist gerade vor meinem ersten Stream. Und ich mache schon wieder Unfall. Das war klar. Aber das ist perfekt, dann kann ich auch noch die Positionen optimieren. Ganz kleinen Augenblick. Ich es für später für den Stream. So. So. Und jetzt geht's gerade. So. Ich glaube, wir haben uns schon letzte Folge entschieden, Sojabohnen zu bauen. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Es wird wirklich noch. Ist ja wirklich halb nachts. Dann schalten wir das Ganze auch an. Ja. Mal wirklich da. Und dann. So. Check. Das wird schon langsam heller. Aber es ist wirklich noch bewölkt. Ich hoffe, aber das hat gut reicht und das fällt auch nicht so schön. Das muss ja gereicht. Das ist ja das so.
total schräg gekommen. Gerade noch am Experimentieren wegen dem Livestream. Weil ich möchte den danach. Ja, Entschuldigung, also jetzt ist mir gerade der Ton ausgegangen. Ja, gehen wir zum LS. Ich hoffe, es passiert mir nicht nochmal. So. Okay, ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Auf jeden Fall. Ich hoffe, er war nicht allzu lang aus. Das sehe ich dann im Schnitt erst. Und. Aber ich glaube, das war. Das ist relativ. Ja. Relativ gut noch. Also, ich glaube, der ist erst kurz vorher rausgegangen. So, und dann machen wir einfach mal weiter. Ich versuche da nicht hinzukommen. Mein Ton ist. Falls, wenn ihr mein Equipment-Video gesehen habt. Er ist ja nur über einen USB-Sticker angesteckt. Ein Audiokabel will natürlich nicht so einfach rausgehen. So, jetzt mal vorwärts gefahren, obwohl wir eigentlich rückwärts fahren wollten. So. Alles mitnehmen, damit wir keine Ränder lassen. So. Aber ich finde es eigentlich so ganz schön, das Feeling, was sich hier gibt, dadurch, dass das hier so bewölkt ist. Das ist ein ganz schönes, cooles Feeling. Ich hoffe, es stockt nicht allzu sehr, weil ich gerade einen kleinen Stocker drin gehabt. Nur weil ich so viele andere Programme noch wegen dem Livestream laufen habe, die hätte ich eigentlich davor schließen müssen. So. Und dann drehen wir wieder um. Ja, wir müssen das wieder heben erst. Wird schon relativ gerade geworden, die Bahn. Also da muss ich wirklich mal sagen, da habe ich nicht viel zu meckern. Ja gut, hier so ein kleiner Teil, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Und wir haben 7 Uhr. Da sieht man mal, wie früh ein Bauer aufstehen muss, um ja, um die Feldarbeit zu machen, damit er alles schafft. So. Jetzt fahren wir wieder rückwärts. Keine Lücken haben, die ich dann nachher noch ausbessern muss. Genau. Das ist jetzt die Folge 31. Stimmt, 30 war letzte. Das ist jetzt die Folge 31. Ich habe gerade geschaut, ich habe neben mir noch das Notebook stehen. Aber die Folge 31 ist es, genau. Es sind doch schon relativ viele Folgen, also man muss denken, also eigentlich ein ganzer Monat, wir haben durch die Sonntage ausgelassen, aber es ist jetzt schon fast wie ein ganzer Monat, also man könnte jeden Tag eine Folge anschauen, dann hat man einen ganzen Monat.
11.000 Euro. Genau, und ich werde ja natürlich dann, ja, also wenn ihr das seht, habe ich das schon gestartet. Da ist natürlich der Livestream schon rausgekommen zu der neuen Let's Play Serie, die natürlich nicht so oft kommt. Also die kommt nur Montag, Mittwoch, Samstag, jeweils um 15 Uhr. Aber da haben wir eben auch andere Geräte. Da müssen wir uns nicht alles selber erarbeiten, sondern wir haben auch Geräte, die, also da, wo ich quasi ein bisschen gecheatet habe. Ja. Eigentlich mache ich das mit Cheat nicht so gern, weil dann oft der Spielspaß verloren geht. Aber ihr wolltet das und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass ich auch mal andere Traktoren fahren kann, als nur so einen alten Case IH, glaube ich, ist das, oder? Genau, ein alter Case. Und dann eben noch den Steyr, den wir aber auch nur gemietet haben. Hopp. Ah, jetzt habe ich was Kleines ausgelassen. Genau. Ja, fahren wir schon bis zum Ende durch. So. Schauen wir mal. Genau, aber im neuen Spiel habe ich natürlich auch ganz große Traktoren, neue Traktoren, die zwar nicht unbedingt für jeden Bauer realistisch sind, die eher so amerikanische Großbauern besitzen, weil die, wenn man die in echt kaufen würde, wirklich teuer sind und normale Kleinbauern, wie wir sie in Deutschland kennen. Es gibt natürlich in Deutschland auch Großbauern, aber normale Bauern, wie wir sie kennen in Deutschland, haben solche Traktoren eher nicht, da die natürlich relativ viel kosten. Also was ich so sehe, haben die meist sogar relativ alte Traktoren. Genau. Und dann immer mal eine halbe Stunde beginnt der Stream. Ich hoffe, ich bekomme das technisch bis dahin alles noch hin. Die Folge wird jetzt sowieso bald vorbei sein. Wir machen dann das Sand in der nächsten Folge noch weiter. Das war schon wieder völlig krumm. Na gut, mit einem Rad auf dem schon gesäten. Davon geht es auch nicht kaputt. Genau, 100 Liter Saatgut haben wir schon verbraucht. So, und dann wieder rückwärts, das kennen wir ja, wird ja langsam Routine. Dann mal vorwärts, und wieder rückwärts. Und dann geht's weiter. Genau, und ich habe jetzt auch schon 35 Abonnenten. Es geht natürlich jetzt nicht so schnell, das habe ich auch gar nicht erwartet, aber ich finde 35 Leute, die meine Videos schauen, ist schon eine sehr, sehr große Anzahl. Und ich bedanke mich natürlich für jeden Abonnenten. Wenn ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, könnt ihr es natürlich noch gerne machen. Ich freue mich über jedes Abo, was bei mir angezeigt wird, und genau, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video natürlich auch nur liken, oder ihr könnt beides machen. Genau, aber dann sind wir jetzt schon fast am Ende dieses Videos angekommen. Schauen wir doch mal ganz kurz, mal ganz kurz schauen. Genau, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich habe gerade meine Aufnahmesoftware geschaut. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen ganz schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Morgen bei der nächsten Folge, bei Folge 32. Genau, und da sehen wir dann weiter. Bis dahin, bleibt gesund, seid kreativ und
Ciao.